Hi Leute und willkommen zurück zu Metroid Prime Remastered. In der Zwischenzeit, während ich hier ein bisschen im Standby war, hat sich hier oben bei der Erzaufbereitung nochmal ein Marker hingesetzt, dass hier ein wichtiger Gegenstand ist. Aber haben wir beim letzten Mal nicht auch schon eine Nachricht hier bekommen? Jetzt haben... Spektrale Feldpräsenz lokalisiert. Und was haben wir hier? Nichts. Ah doch, besondere Ausrüstung geordnet. Okay, wir haben einmal eine besondere Ausrüstung und einmal eine spektrale Feldpräsenz. Und hier in diesem Raum, hinter dieser magischen Tür, die uns ein Stockwerk nach oben setzt, wenn wir durchgehen, warum auch immer, oder runtersetzt. Genau, hier wollten wir auch nochmal gucken, ob es uns hier noch schon irgendwas bringt. Wenn wir hier weitergehen. Aber ich glaube, also denn wir plumpsten jetzt irgendwo hin, wo es uns was bringt. Aber ich kann natürlich nicht nach unten gucken hier. Ah ja, doch, wir sind auf der gleichen Ebene gelandet, wo wir gestartet sind. Aber da sieht es vielversprechender aus. Da scheinen wir auf irgendeinen Absatz drauf zu kommen. So. Dann probieren wir es mal hier, wo es hier eventuell hinführt. Boah, da ganz oben scheint auch noch was zu sein. Ich weiß nicht, ob das wirklich zum spielbaren Bereich gehört oder nicht. Das werden wir irgendwann sehen. Genau, da oben, ja, da oben fährt so eine Plattform rum, ne? Das sieht fast so aus, als wenn das auch noch zum spielbaren Bereich gehört. Jetzt sieht man es irgendwie nicht mehr. Abwehranlage ist da oben noch. Die haben wir auf jeden Fall schon mal zerstört. Wobei ich ja schon den Eindruck habe, wir haben zwei Ziele mittlerweile auf unserer Karte eingezeichnet. Und sie sind beide nicht hier. Das ist hier, dass wir hier jetzt gleich ziemlich bald in der Sackgasse landen werden. Na, schauen wir mal. Bin mir gar nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. So, drauf sind wir. Jo, tatsächlich, wir sind tatsächlich hier ganz oben. Ey, es ist krass, Leute. Vielleicht, naja, mal gucken, was uns dieser kleine Ausflug noch hier bringt. Hier den Hauptbereich, hier unten kommen wir auf gar keinen Fall rein. Weil der, genau, von dieser Seite mit einer roten Tür verschlossen ist. Aber vielleicht kommen wir hier schon mal, weiß ich nicht, irgendein Goodie, vielleicht noch ein Energy Tank oder sonst was abgreifen. Wow, hier ist auch nochmal alles Fasern verseucht. Und prinzipiell sind hier Grapple-Dinger an der Decke, die wir aber nicht zwingend brauchen. Kommen auch so hier hin. Zutritt zu den südlichen Höhlen von Magmoor. What the fuck? Es gibt noch einen Zugang in die Höhlen von Magmoor. Das Level-Design ist einfach so gigantisch gut in dem Spiel. Ist auch ein Level-Design, ja, wo mir das Erkunden Spaß macht. Das macht mir auch nicht in jedem Spiel Spaß, ne? Gerade so Open-World-Geschichten, wo Erkunden muss, Erkundenswillen ist irgendwie nicht mein Ding. Aber hier bringt einen das Erkunden halt in der Regel auch irgendwas. Ach, guck mal, hier waren wir schon mal. Eiswüste von Fendrana. Okay, wir haben wahrscheinlich, als wir dann hier waren, diese Tür nicht aufbekommen. Ah ne, wir... Okay, ja, hier sind wir auf jeden Fall nicht durchgekommen. Das ist klar soweit, weil das Bendezium war. Wo wir jetzt schon mal hier sind. Ach, Jungs. Dann machen wir es halt so. Zack. Jeder wird einfach mit einem einzelnen Schuss eingefroren. Stimmt, so ein einzelner Schuss reicht.
So, das war genau der Raum, wo wir da unten die Lava rausgelassen haben. Also mir fallen hier mindestens zwei Stellen ein, wo wir Bendezium benötigt hätten. Die sind ordentlich weit weg. Genau, hier sind sie. Da ist eine hier. Und das andere hier unten. Aber wo wir jetzt schon mal hier sind, will ich den beiden Dingern jetzt eigentlich mal nachgehen. Einfach aus der puren Neugier heraus, was es bringt. Aber klar ist, eigentlich müssen wir in die Oberwelt. Uah! Von Talon. Ja, oder wieder in die Minen zurück. Aber ich glaube, diesen Ausflug gönne ich mir jetzt. Einmal zu der Statue. Wo wir mal ein Schosso-Relikt bekommen haben. Da war im Boden noch irgendwas aus Bendezium. Wir haben auch exakt zwei Megabombs, die wir brauchen. Ja, und einmal war da auch so ein Glastunnel, wo es hieß, der ist irgendwie brüchig. Weg mit euch, ihr verdammten Gasteile. So, wäre cool, wenn einer von euch auch nochmal eine Megabomb droppen würde. Aber im Moment scheißen sie uns eher mit Missiles zu. Ich bin so ein bisschen schockiert, ja, dass wir erst 50% der Items gefunden haben. Wie viele Missiles oder Megabombs gibt es denn dann noch? Hier warte ich auch gefühlt... Oh, hier stehen wir mitten im Feuer. Hier warte ich auch gefühlt jedes Mal darauf, dass das Feuer weggeht, aber es geht nie weg, im Gegensatz zu diesem Feuer hier. Ich glaube, diesen Weg hier sind wir auch schon das eine oder andere Mal gelaufen. Ich glaube, wenn wir jetzt eh schon hier unterwegs sind und auf dem Weg zurück sind, dann würde ich auch, nachdem wir diese beiden Sachen gecheckt haben, zur Oberwelt von Talon. Ja, das könnte man zum Beispiel nutzen. Müssen wir gleich eventuell nochmal hier hin zurück. Ja, klar, trifft er uns und haut uns auch ordentlich nochmal was weg. Ja, noch so ein paar Eskapaden und es ist gleich auf jeden Fall hinüber. Wir sollten auch irgendwann mal eine Speicherstation aufsuchen. No, no. Eine Runde rückwärts springen, bitte. Aber diese Kisten hier hinterlassen uns immer nur Missiles, statt mal ein bisschen mehr Leben. Wo wäre denn hier mal wieder eine Speicherstation? Wissen wir gar nicht so genau, ne? Hier geht's nach Fendrana, genau. Aber ich glaube, jetzt kommen wir langsam dahin, wo wir hin wollten. Ja, hier schon mal Nummer 1, Bendezium. Okay, jetzt kommen wir in den Raum hier. Was ist das denn? Ice Spreader. Okay, die Charge-Kombo vom Ice Beam, vermute ich mal. Auch so ein optionales Item, was hier einfach mal unter der Brücke rumliegt. Ice Spreader erhalten. Diese gewaltige Attacke verbraucht jeweils 10 Missiles. Unter Verwendung des Ice Beams bitte zum Aufladen ZRA gedrückt halten, bei maximaler Aufladung R drücken, um abzufeuern. Yo, I know. Charge Combo, hier müsste es Notizen dazu geben. Der Ice Spreader stellt die Charge Combo des Ice Beams dar. Durch Einsatz dieser Technik lassen sich größere Bereiche vereisen. Der Ice Spreader ist eine Charge Combo, bei der nur ein einzelner Schuss abgefeuert wird. Bei jedem Abschuss werden 10 Missiles verbaut. Der Ice Spreader eignet sich nur eingeschränkt zum Einsatz gegen Luftziele. Alles klar. Okay. Der Verwendungszweck erschließt sich mir noch nicht so hundertprozentig. Oh ne, das war falsch gewesen. Auch das war falsch gewesen. Ich möchte ihn natürlich einmal ausprobieren, alleine schon, um den optischen Effekt zu sehen.
Ja, okay, es vereist größere Flächen. Ja, ich weiß noch nicht, ob das... Oh ne, wir gehen falsch rum. ob das die Charge-Kombo meiner Wahl wird, ich weiß es nicht. So, hier ist jetzt auf jeden Fall offen. Und, ich hätte mich auch schon gewundert, warum dieser Raum nicht da ist. Boah, komm, ey. Ja, ich vermute mal, genau aus diesem Grund ist auch die Charge-Kombo nur bedingt zu empfehlen. Vom Ice Beam. Oh, mal etwas Leben. Das ist ja sehr nett vom Loot Generator. Haben wir hier noch einen? Ah, ich wollte gerade sagen, es hört sich doch irgendwie nach noch einem Piraten an, der hier rumschwirrt. Nach noch einem Luftpiraten. Ja, wir müssen irgendwie nochmal hier aufs Dach drauf. Genau, über diese... Nein, nein, nein. Wow. Wow, bitte nicht. Wow. Wow, das war ein heißer Ausflug. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, hier. Scheiße. Okay, nächstes Mal ein bisschen zielsicherer auf die Brücke springen. Boah, ey, ich wäre auch hier schon fast wieder daneben gesprungen. Das ist immer, wenn man zu schnell machen will. Dann passiert so ein Kack, echt. Hätte ich doch schon mal ausgefahren. Okay, die Brücke hier muss man anscheinend immer wieder ausfahren. Das speichert er sich nicht. Interesting. Jö. Und wenn mich hier alles täuscht, kommt hier der Raum, wo wir halt ursprünglich mal dieses Schozo-Artefakt gefunden haben. Oder eins der Schozo-Artefakte. Und hier war auch noch irgendwo so eine Platte aus Bendezium im Boden. Da bin ich mal gespannt, ob es hier noch ein Schozo-Artefakt gibt. Genau. Oder was es hier halt gibt. Jetzt sag nicht nur, es ist nur ein Secret-Durchgang oder so. Dann breche ich aber ins Essen. Oh. Powerbomben-Kon... Ah, nice, ey. Okay, das hat sich dann doch richtig gelohnt. Powerbomben-Container, eine vierte Powerbombe. Und haben wir jetzt auch direkt vier? Nein, eine haben wir bekommen. Ja, danke Nintendo. Da war der ja echt großzügig, wenn man so einen Container aufsammelt, dass man auch nur wirklich eine Powerbombe dazu bekommt. Okay, interessanterweise ist hier auch so ein kugelförmiger Ausgang. Wo kommt man denn jetzt hier aus? Hinter der Brücke. Echt krass. Ah, okay, krass. Neben dem Ventilator ist noch so ein Ding, was einen Durchgang hat. Ich habe das bisher, glaube ich, auch mal für eine Deko-Ventilator-Rüstung, Öffnung oder sonst was gehalten. Und man kommt wirklich raus. Und das finde ich halt so cool, ne? Dass diese ganze Erkundung von optionalen Geschichten halt trotzdem noch immer sinnvolle Sachen ausspuckt. So, hinfort mit dir. Boah, ich wollte gerade sagen, schnell da rein, bitte. Kommt man eigentlich auch auf dem anderen Weg hier rein? Ne, ne, weil das da an der Decke hängt. Ich hätte eigentlich gern diesen Missile-Container da gehabt. Diese Missile gehabt. Aber war wohl nicht gegönnt. So, jetzt sollen wir mal gucken, dass wir in die Oberwelt kommen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wenn wir von der Oberwelt wieder in die Minen wollen, wie wir da nochmal am besten hingelangen. Aber wir fahren jetzt erstmal hier hoch. Das wird uns schon irgendwo hinbringen. Wo es uns was nützt, hoffentlich.
schätze mal, wenn wir den Antiphason-Anzug kriegen, welcher das auch immer sein wird, dann werden wir auch komplett lila sein. Ach stimmt, da war auch noch... Ich habe gerade überlegt, ob das nicht der Raum ist, wo wir den Grapplebeam, wo uns der Grapplebeam fehlt, damit wir da weiterkommen. So einen Raum gab es auch noch irgendwo. War es die Wurzelschlucht hier? Ja, ich glaube hier, genau. Und die rote Tür. Aber stimmt, hier müssten wir jetzt tatsächlich reinkommen. Chozo-Ruinen. Boah, hier müsste ich jetzt nochmal durchs ganze Wrack durch. Naja gut, immerhin kommen wir da auch wieder zu den Faserminen zurück, ne? Aber es ist ein langer Weg, Leute, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich glaube, da haben wir auch das erste Mal die Faserminen betreten, ne? Das Gute ist, die Stelle in den Faserminen, wo wir jetzt noch ein weiteres Item erhalten, das war, glaube ich, auch relativ am Anfang gewesen. Das heißt, der Weg, den wir hier bestreiten, der wird jetzt nicht ganz umsonst sein. Ach so, genau, wir haben die Powerbomben bekommen. Ich überlege gerade, was in dem Raum war. Das war auch der Raum mit dem Kran, oder? Wo ich eigentlich nur noch in Erinnerung habe, dass uns da der Grapplebeam gefehlt hat, oder? Konnten wir da auch mit... War da auch noch irgendwas aus Bendezium? Genau, hier ist die Schlucht, wo wir uns mal hier rüber grappeln können müssten, um dann da hinten die rote Tür aufzumachen. Also hier fehlen uns tatsächlich noch zwei der Goodies. So, langsam nähern wir uns unserem Raumschiff. Da muss ich jetzt nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Absturzstelle der Fregatte. Ja, eigentlich genau, einfach nur geradeaus. Und wir können mal an unserem Schiff zwischentanken. Da kriegen wir zumindest einiges wieder aufgefüllt. Zumindest Leben und Missiles, bin ich mir sicher. Speichern können wir auch. Powerbombs bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die auch aufgefüllt werden. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Jo, Powerbombs werden auch aufgefüllt. Mega nice. Nein, ich wollte nicht nochmal da rein. Ja, Speicher von mir aus nochmal. Gut, Orientation lost jetzt hier durch dieses Rein und Raus. Sind wir hier richtig in der Richtung? Ja, grob die Richtung passt. So geil, wie man hier aussteigt beim ersten Mal. Das finde ich... Das ist die Faszination, die Metroid für mich ausmacht. Ne? Wie kommen wir denn da rein, verdammte Axt? Man sieht schon, ohne Witz, man steigt hier aus und man sieht fünf Wege. Aber im Keim kommt man richtig weit. Nur einer hat natürlich irgendwie funktioniert. Ohne Ausrüstung. Und ey, was sich hier mittlerweile alle Wege erschlossen haben. Und wenn man dann erstmal rafft, was sich dann doch für eine riesige Welt dahinter verbirgt. Ne? Ich finde das einfach so gigantisch. Und im Prinzip teasert einen das Spiel dann ja schon, ne? Was sich da für eine Welt hinter... Oder dass das noch eine gigantische Welt ist. Aber man, ich weiß noch, vor allen Dingen, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich dem Braten gar nicht so richtig getraut, ehrlich gesagt. Da war mir noch nicht bewusst, was hier für ein gigantisches Spiel auf mich wartet. Das war einfach so ein geniales Spielerlebnis gewesen. Es gibt so manche Spielereien, wo ich es einfach... Wo ich da die ersten Erlebnisse so unvergesslich finde, ne? Das erste MMO, World of Warcraft, war so ein Erlebnis. Das wird man einfach nie wieder haben, ne? Das erste Erlebnis mit so einem Spiel oder mit so einer Spielegattung. Das erste Metroid hier war definitiv so ein Erlebnis. Das erste From Software Game war so ein Erlebnis. Ja, ich würde einfach... Das sind, glaube ich, die großartigsten Momente meiner Spielkarriere, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir mal hier wieder flugs durch. Keine Ahnung, ob hier noch irgendwas aus Bendezium oder so war, was wir noch irgendwie aufsprengen könnten. Na, die Frage ist halt, ob ich das genauer untersuchen will oder nicht. Na,
Ach so, daran. Ich wollte gerade sagen, ist nicht gerade mein Ziel, meine Zielmarkierung irgendwo dran hängen geblieben? Ja, aber es war diese komische Frucht da. War hier richtig? Ja. So, wir wollen nach rechts. Richtung ist richtig, da unten ist auch noch eine Safe Station. Ganz runter wollte ich nicht und ich glaube, hier hängen auch noch so ein paar Unterwasserpiraten rum. Ach, ey. So, mein Freund. Und doch, eigentlich sind wir hier ganz richtig, oder? Noch tiefer? Ah ne, eher wieder ein kleines Stückchen höher, aber ich glaube, hier ist schon ganz gut. Achso. Ich glaube, das Problem hatten wir beim ersten Mal auch schon, ne? Nicht nah genug dran zu kommen. Okay, hier sieht auch nichts mehr danach aus. Warum haben wir eigentlich schon 5 Powerbomben? Wir hatten doch ursprünglich 3, oder? Haben wir schon zwischendurch noch einen Container gesammelt? Habe ich es vielleicht gar nicht gecheckt? Man kriegt ja nicht 2, ne? Ach komm, ey, Tür. Warum habe ich hier schon wieder die gleichen Probleme mit den Türen wie bei unserem ersten Besuch? Auch die wollte einmal aufgehen und direkt wieder zugehen beim ersten Besuch. Ah, kann man die eigentlich auch ganz zerfleddern jetzt? Naja, jetzt hat sie sich verzogen. Nein, die lassen sich auch selbst eingefroren nicht ganz zerfleddern. Boah. Hallo. So, hier muss ich mal ein bisschen mehr aufpassen, was ich tue. So. Ja, auch an diesen Raum hier kann ich mich ganz gut erinnern. Ich meine, der Ausgang war unter Wasser. Ja. Mal ein bisschen was Flotteres zum Ballern hier. War hier irgendwas gewesen, wo uns Bendezium weiterhilft, beziehungsweise es uns hilft, dass wir jetzt Bendezium springen können, sprich, dass uns Powerbomben weiterhelfen. Nein! Boah, Fisch, geh weg. Ich will nur hier rüber. Geht das? Danke. Ja, und jetzt sind wir, glaube ich, gleich da, wo wir hin wollten. Ja, ich erinnere mich, hier mal einen Energy Tank rausgeholt irgendwo. Ah! So. Wo ging's denn hier raus, verdammte Axt? Ach so, es gab hier 2 Stellen raus, ne? Wir nehmen jetzt mal die sicherere.
So, da war der Ausgang Richtung Minen, Fasernminen. Ach so, nee, das hat hier links das Gitter aufgemacht. Das hat er sich komischerweise gemerkt, ne, dass wir dieses Gitter hier weggemacht haben. Ey, ey, ey. Boah, hier ist noch so eine, hier sind noch so Blumen, ey. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Hör jetzt mal auf, dein komisches Zeugs da zu rotzen, Mann. Ah, es lebt noch. Ach so, es hat nur das Maul aufgemacht, weil es was gespuckt hat und nicht, weil ich es besiegt habe. Oh Mann. Sag mal, bist du überhaupt zu besiegen? Warum braucht sie so lange? Geht sie überhaupt mal irgendwie drauf? Ach so, kann das sein, dass man sie... ich glaube, das habe ich noch gar nicht gecheckt. Man kann sie wahrscheinlich mit direkten Treffern gar nicht bekämpfen. Man muss dafür sorgen, dass so eine Giftkugel quasi in ihrem Maul explodiert, ne? Ah ja, dieses Ringelding hier. Ich erinnere mich. Kommen wir hier jetzt endlich mal weiter? Und dann mal gucken, ob wir dann auch hinter dieser Tür da irgendwann auskommen. Jetzt liegt der Beat hier aber los. So, weg mit dir, Schmutz. Okay, ich glaube, wir wollten nicht zwangsweise... Ah! Auch hier dran kann ich mich irgendwie noch erinnern. Solche Sachen finde ich auch mal witzig. Ich glaube, wir wollen irgendwie da oben drauf. Aber da wir hier immer so ein bisschen wieder aus der Spur kommen... Aha. Missile-Container erhalten. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht... Achso, ich glaube, da rechts geht auch noch raus. Ne? Ah ja, hinter diesem Leuchteteil da. Ja, okay, es war gar nicht unser eigentliches Ziel, da oben in die Mitte hinzukommen. X-Ray-Visor. Okay, interesting. Dass wir das Ding jetzt hier einfach so kriegen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was der X-Ray-Visor macht. Wahrscheinlich... Lässt er irgendwelche unsichtbaren Sachen erscheinen oder so, würde ich vermuten. Aber gut, nice, dass wir den jetzt haben. Bitte Links verwenden, um Visor zu aktivieren. Zusätzlicher Datenbankeintrag im Inventar. Der X-Ray Visor ermöglicht ansonsten unsichtbare Gegenstände, Bereiche und Feinde aufzuspüren. Robotische Gegner und Lebewesen, die auf elektromagnetischer Energie basieren, stören den Frequenzbereich des X-Ray Visors. Sie müssen ausgeschaltet werden, damit der Visor einwandfrei funktioniert. Oh, wow. Okay, das ist aber nichts, nichts für die gute Orientierung ansonsten. Okay, eine Powerbombe. Sieht so aus, als wenn man hier durchgehen könnte, oder? Ich bin mir noch nicht so sicher, was uns das hier bringt und wie wir hier rauskommen. Doch, okay, weil es hier hinter... Boah, krass. Wir konnten die Wand wegsprengen. Wahrscheinlich hätte ich sie vorher auch scannen können. What the fuck? Was ist denn hier jetzt für ein Riesenraum entstanden? Garten des Lebens. Ei. Es ist eine Art Röntgenblick. Okay. Visueller Overkill.
Und wieso Overkill vor allem? Wir müssen hier nicht irgendwelche Symbole aktivieren oder so, oder? Okay, da sind wir ursprünglich mal reingekommen. Wow. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob uns das eventuell in dem einen oder anderen Raum weiterhilft. Wo ich mich bisher auch gefragt habe, ob hier noch irgendwas ist. Also es hat uns bisher nicht geholfen, unsichtbare Sachen zu entdecken. Es hat uns bisher geholfen, durch eine Wand durchzugucken und dadurch den Hinweis zu bekommen, dass es da eventuell weitergeht. Mal gucken, ob es uns auch irgendwann nochmal tatsächlich was Unsichtbares entdeckt. Ich glaube, unser Weg soll uns prinzipiell hier oben drüber führen. Okay, okay. Ja, das sind die normalen Schottogeister, oder? Die waren jetzt auch nicht so beeindruckend. Nee, wogegen waren die nochmal am besten? Ich weiß nicht, bisher habe ich den X-Ray-Visor gegen diese Geister nicht gebraucht, ne? Ja, okay, sie machen das macht die Geister dauerhaft sichtbar. Bin mir nur nicht mehr so sicher, was die richtige Waffe gegen die war, ehrlich gesagt. Oder war es das hier einfach? Ach, ich glaube, ich habe sie immer mit einem so einer aufgeladenen Charge-Kombo eigentlich erledigt, ne? Ja, wenn ich die Charge-Kombo nicht mal immer genau in dem Moment loslassen würde, wo sie sich gerade wieder irgendwo anders hin teleportieren, ja? Roms, mein Freund. So. Oh, es tut mir ja ganz besonders leid, dass du dich nicht mehr verstecken kannst vor mir. Ich glaube, da haben wir sie. Ah, okay, ich dachte, das Ding wäre eh schon auf gewesen. Aber das hat jetzt quasi den Ausgang geöffnet. Okay, danke. Muss ich hier unten nochmal irgendwie hin? Ne, da sind wir schon gewesen, ne? Naja, ich glaube, das wollten sie einer mit zeigen, ne? Dass gegen diese Geister-Schossos der X-Ray-Visor auch nicht die schlechteste Wahl ist. Wobei die natürlich bisher auch immer so funktioniert haben, aber es stand schon irgendwas in der Beschreibung, dass sie irgendwie nicht so gut sichtbar sind, wo ich mich damals schon gewundert habe. Ja. Aber ich habe sie trotzdem ganz gut bekämpfen können. So, und wieder raus hier. Ja, ich weiß. In den Minen. Das hast du uns schon mal gezeigt. Danke. Aber wir sind immer noch nicht. Ach so, warte mal. Hier könnte ich mir jetzt tatsächlich vorstellen, dass hier vielleicht noch unsichtbare Sachen drin sind, oder? So, Nummer 1. Ah, guck mal, hier ist mal eine unsichtbare. Ah, man sieht es auch die ganze Zeit, weil so ein bisschen Regen drauf prasselt. Das hätten wir schon viel früher sehen können, Leute. Wie cool ist das denn schon wieder gemacht? Ich gehe mal davon aus, dass es die ganze Zeit so war und nicht erst jetzt, wo wir diesen Visor haben. Shit, ich hab's trotzdem verkackt. Das gucken wir uns jetzt noch an, was da unten, was da oben hinter der Tür ist. Und dann gehen wir beim nächsten Mal in die Minen zurück.
ein läppischer Missile-Container. Das ist enttäuschend. Nein, Missile-Container sind auch gut. Aber Powerbomben würden mich im Moment tatsächlich mehr interessieren. Okay, gut, dann haben wir auch diesen Raum endlich mal vollständig erforscht, denke ich. Dann... Chasse-Ruinen. Ne, da wollte ich eigentlich nicht hin. Da müssen wir nochmal hin, da haben wir noch jede Menge Sachen zu tun. Aber jetzt wollen wir erstmal in die Fasernminen. Dafür müssen wir ganz runter. Und da rein, glaube ich. Hohe Strahlung gemessen. Ja, danke. Also wenn wir jetzt nicht langsam mal den Antifasernzug da bekommen, dann Wese geht auch nicht. Und Plasma-Beam brauchen wir auch noch, um die roten Türen zu öffnen. Das sind, glaube ich, so die letzten Sachen, die uns noch fehlen. Okay, auf zu den Chasse-Minen, Fasernminen. Und da würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Also Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Däumchen nach oben oder eventuell so ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.